Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rauber und ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute geht es um einen unserer Brot- und Buttermärkte, nämlich um Erdöl. Aber Erdöl für kleine Konten. Was kann man also machen, wenn man jetzt kein Konto hat, was schon eine entsprechende Größe hat, sondern erst am Anfang steht, das Konto noch nicht so groß ist? Wie kann man da am besten Optionen auf Erdöl handeln? Die Antwort, die gibt es jetzt hier im Video. Ihr wisst, wenn ihr uns ein bisschen verfolgt, Erdöl, das ist einer der Märkte, die wir gern als Brot- und Buttermärkte bezeichnen. Das heißt nichts anderes, als dass fast keine Woche vergeht, in dem wir keinen Trade irgendwie auf Öl halten oder neu eröffnen. Also egal, ob die Volatilität hoch oder niedrig ist, Öl ist nahezu immer in unseren Depots zu finden. Und der Grund ist ganz einfach der: Öloptionen sind super liquide, man kann sie sehr weit in die Zukunft handeln, man kann sie sehr, sehr einfach rollen, weil eben wirklich alle zukünftigen Monate auch super liquide sind. Naja, und es ist eben einfach auch ein Markt, wo man sich relativ schnell eine Meinung bilden kann. Ne? Jeder hat irgendwie eine Idee, eine Meinung zu Öl, das ist vielleicht bei Sojabohnen ein bisschen anders. Jetzt ist das natürlich aber so, das Öl, der Future selbst, wird in Barrel gemessen. Barrel, das ist eine amerikanische Bezeichnung, beziehungsweise es ist gar keine so richtig amerikanische Bezeichnung, sondern es gibt einmal die amerikanischen Barrel, wie hier beim Crude Oil. Das sind genau 100 oder ganz knapp 159 Liter Öl, ist also in einem Barrel enthalten. Das ist quasi so ein Fässchen. Es gibt dann auch noch die britische oder imperiale Barrel, da wird zum Beispiel Erdgas gemessen. Und ich habe gelesen, es gibt sogar ein Barrel für Brauereiprodukte, also soll heißen für Bier. Ich habe jetzt noch nie ein Barrel Bier zu Hause gehabt, aber naja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und in einem Future Öl sind also 1000 Barrel Öl enthalten. Und wenn wir das jetzt mal überlegen, 159 Liter mal 1000 sind 159.000 Liter Öl, beziehungsweise wenn ihr den Future seht, und ich blende euch mal hier einen Chart ein, dann seht ihr, Öl kostet ja aktuell so um die 50 Dollar etwa. Und das heißt aber 50 Dollar pro Barrel. Und wenn wir das auf den Future umrechnen, wo ja 1000 dieser Barrels enthalten sind, das bedeutet natürlich, dass der Kontrakt roundabout 50.000 Dollar groß ist. Und selbst als er jetzt Anfang 2016 so nach unten gegangen ist und ungefähr bei 30 war, selbst da waren es 30.000 Dollar. Und wir hatten ja auch schon Zeiten, wo Öl 70, 80, 100, sogar 150 Dollar gekostet hat. Das heißt, dann reden wir über einen wirklich sehr, sehr teuren Kontrakt. Und das bedeutet natürlich, wenn du ein kleines Konto hast, vielleicht mit 5.000 oder 10.000 Dollar, dass dieser Kontrakt wahrscheinlich etwas zu groß ist. Ne? Das heißt, du hast zu viel Hebel dann drin. Wenn es gut läuft, schön. Wenn es schlecht läuft, nicht so schön. Was kannst du jetzt machen, wenn du das trotzdem handeln willst? Eine Alternative, die sehr, sehr häufig empfohlen wird, ist der sogenannte USO. Zeige ich dir auch mal hier einen Chart dazu. USO, das ist nichts anderes als ein ETF, also ein Exchange Traded Fund, der nichts anderes macht, als versucht, die Wertentwicklung von Crude Oil nachzubilden. Dazu macht er eins, er kauft permanent Öl-Futures, um eben diese Wertentwicklung nachzubilden und rolliert die dann immer weiter. Ne? Also er hat jetzt welche in dem Monat, dann kauft er die nächsten dazu und so weiter und so fort. Vorteil dieses USO ist ganz klar die extrem große Liquidität. Also das heißt, die Optionen werden da wirklich sehr, es werden wahnsinnig viele Optionen darauf gehandelt. Der ist super liquide und hat auch relativ enge Spreads. Das heißt, den kannst du wirklich sehr, sehr schön handeln. Es gibt allerdings auch zwei Nachteile in diesem ETF. Der Nachteil Nummer eins ist der Preis. Denn, wie du auf dem Chart gesehen hast, kostet der ETF momentan ungefähr 11 Dollar. Und da es eine ETF oder da es ein ETF ist und die Optionen dementsprechend so wie Aktienoptionen gehandelt werden, heißt, eine Option bezieht sich auf 100 Stück. 100 mal 11 sind aber gerade mal 1.100 Dollar. Das heißt, das, was du da mit einer Option bewegst, ist sehr, sehr wenig. Jetzt könnte man sagen, hey, ist doch super, habe ich kein großes Risiko. Stimmt, aber das bedeutet natürlich auch, du bekommst nur sehr, sehr wenig Prämie. Und wenn du eben dann eine Option verkaufst, die dir nur 20 Dollar Prämie bringt, dann ist das zwar schön, weil dein Risiko ist auch gering, aber im Verhältnis zu den Gebühren, die du bezahlen musst bei deinem Broker, und das ist eigentlich relativ egal, wo du handelst, ist das eigentlich ein bisschen wenig.
Nichtsdestotrotz, wenn du anfängst, wenn du deine ersten Schritte machst, dann handel ruhig mal diesen ETF, weil es kann eben nicht allzu viel passieren. Ne? Wenn der sich verdreifacht, naja gut, du hast $20 Prämie bekommen, verdreifacht sich, hast du $60 Verlust. So what? Also das heißt, das kannst du sehr, sehr gut machen. Wenn du da ein bisschen weitermachst, ist es nicht so optimal. Und es gibt noch einen weiteren gravierenden Nachteil und den zeige ich dir mal hier in diesem Chart. Und zwar, wie bei allen ETFs, die auf Future laufen, zum Beispiel ja auch die VIX oder der VXX, der auf die VIX Futures läuft, hast du hier natürlich das Problem der sogenannten Rollverluste. Dadurch, dass die Rohstoffe ja meist in Contango sind, das heißt die später laufenden Kontrakte sind alle etwas teurer, muss dieser ETF oder der ETF-Anbieter immer teurere Futures kaufen. So, das führt zu Rollverlusten. Und das macht sich natürlich dann auch in der Performance bemerkbar. Und dieser kleine Chart, den du hier siehst, das ist mal der Vergleich zwischen Crude Oil auf der Oberseite und dem USO auf der anderen Seite. Und da siehst du, während Crude Oil mittlerweile schon wieder deutlich über den Tiefs aus 2008 notiert, ist der USO noch darunter. Und deswegen ist es auch keine gute Langfristanlage. Also jeder, der euch erzählt, wenn du langfristig am Ölpreis profitieren willst, kauf diesen USO. Blödsinn. Ne? Durch die Rollverluste geht ihr wahnsinnig viel Performance verloren. Das wäre beim Optionshandel jetzt wieder okay, wenn du auf fallende Preise setzt, weil dann hast du quasi Rollverluste, die dir helfen, wobei sich das kurzfristig nicht so sehr bemerkbar macht, aber er trackt eben nicht so 100% 1:1 den Ölpreis. Nichtsdestotrotz ein gutes Produkt, was du machen kannst. Es gibt aber aus meiner Sicht heraus für ein kleines Konto bessere Möglichkeiten, wie man mit dem Ölpreis umgehen kann. Denn wir wissen alle, dass es eine sehr hohe Korrelation gibt zwischen auf der einen Seite dem Ölpreis und auf der anderen Seite Aktien, die mit Öl verbunden sind. Das heißt also die großen Ölförderer zum Beispiel oder auch die Ausrüster von Feldern, ne? Also die zum Beispiel dieses ganze Material zur Verfügung stellen. Und da ergeben sich zwei sehr, sehr schöne Ideen, nämlich Nummer eins. Es gibt einen ETF, der heißt XLE. Und in diesem XLE, auch hier siehst du einen Chart, hast du sehr, sehr viele Aktien enthalten von Firmen, die in diesem Bereich tätig sind. Und da der ja auch deutlich über $70 kostet, bekommst du da auch ordentliche Prämien. Super, super liquide, kannst du sehr, sehr schön handeln. Und du hast natürlich einen riesen Vorteil. Das ist zum Beispiel auch mal was, da kannst du auch mal einen Call verkaufen, weil als Sektor hast du nie das Gap-Risiko. Ne? Eine einzelne Aktie, das weißt du, kann immer nach oben gappen. Deswegen verkaufen wir keine nackten Optionen auf Aktien, aber einen ETF, wo der ganze Sektor drin ist. Selbst wenn es die einzelne Aktie übernommen wird, wird nicht der ganze Sektor 20% nach oben gappen. So, und deswegen kannst du hier auch mal Calls mithandeln. Und du hast natürlich das Einzelaktienrisiko nicht. Ne? Das heißt, du hast den ganzen Basket drin. Das heißt, ich glaube 50 Aktien oder was da drin sind. ExxonMobil, Chevron, Schlumberger. Also wirklich die großen, die es in der Branche gibt, hast du da dabei. Und kannst eben sagen, okay, ich sehe, der Ölpreis steigt. Dann werden wahrscheinlich auch die Ölaktien ganz gut mitlaufen. Und das hat man ja auch jetzt zum Beispiel in 2016 super gesehen. Ölpreis, neues Tief im Frühjahr, die Ölaktien fallen mit und dann zack, ging es nach oben und die Ölaktien sind super, super gelaufen. Das heißt, du konntest das super mithandeln. Das ist also eine gute Variante, anstatt des USO lieber diesen XLE zu handeln. Und wenn du es noch ein bisschen detaillierter haben möchtest, dann nimmst du die einzelnen Aktien raus. Hier mal als Beispiel ExxonMobil. Und da siehst du auch, die kannst du auch mit gut handeln, hat ein bisschen den Vorteil, das geringere Risiko, was so ein Basket hat, was so ein ETF hat, schlägt sich natürlich auch nieder in geringerer Volatilität und damit auch geringeren Prämien. Bei einer Einzelaktie hast du das eben dann das Einzelaktienrisiko, was aber auch bedeutet höhere Prämie. So, und deswegen musst du einfach für dich selbst entscheiden, machst du mal eine einzelne Aktie, wenn die vielleicht gerade gut läuft, oder machst du lieber den ganzen Sektor. Das ist aber auf jeden Fall eine schöne Alternative zu diesem USO, wie du also auch mit einem kleinen Konto hiermit partizipieren kannst, wenn du eine Meinung zum Ölpreis hast. Und letzte Variante, gibt es jetzt keinen Chart extra dazu, aber denk immer daran, du kannst natürlich auch Future-Optionen in einem kleinen Konto handeln, wenn du Spreads handelst.
Das heißt also, wenn du sagst, du machst zum Beispiel einen Bull-Put-Spread, du verkaufst einen Put und kaufst einen darunterliegenden Put, oder du machst Bear-Call-Spreads, du verkaufst einen Call und kaufst einen darüberliegenden Call, um das Ganze zu refinanzieren. Du drückst deine Margin unheimlich nach unten, du drückst die Prämien zwar auch nach unten, aber auch das ist in einem kleinen Konto gut machbar. Einziger Nachteil, in einem Spread immer doppelte Gebührenbelastung und es lässt sich nicht ganz so leicht rollen. So. Du siehst aber, wenn du dich ein bisschen schlau machst, wenn du dich ein wenig umhörst, wenn du dich einliest, dann kannst du natürlich fast alle Produkte, die man in einem großen Konto handelt, mehr oder weniger auch über Umwege in einem kleinen Konto handeln. Und wir werden diese Reihe hier fortsetzen. Ich werde auch für die anderen Bereiche, wir haben das ja jetzt schon mal für die Währungen gemacht, jetzt haben wir das Öl gehabt, ich werde das auch noch für andere Bereiche zeigen, sodass du dann wirklich auch so einen Handwerkskasten hast, wo du sagst, okay, mein Konto ist zwar nicht so groß, aber ich kann das so, so oder so machen. Schreib mir mal in die Kommentare rein, ob du schon Erfahrungen mit diesen ETFs hast, ob du selbst schon damit gehandelt hast, wie die Liquidität war, wie deine Ausführungen waren, ob du vielleicht auch Kombinationen mal gemacht hast, ne? Also die ETF gekauft, dann vielleicht noch Optionen dazu verkauft. Schreib mir das bitte in die Kommentare rein und natürlich auch alle Fragen, die dich interessieren, und dann können wir das hier mit behandeln. Ich wünsche dir bis zum nächsten Video alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Wir hören und sehen uns in diesem Sinne. Servus, macht's gut. Bye, bye.